starten heute hier eine Reihe von Einzelausstellungen, die wir hier in der Galerie Petra Kern, die wir letztes Jahr im April eröffnet haben, viermal im Jahr veranstalten werden. Weil die Räumlichkeiten geben das her und es ist auch die richtige Galeriearbeit, die ich mir vorstelle, einen Künstler intensiv zu zeigen und zu besprechen in so einem Format. Und es gibt eigentlich keinen besseren, mit dem man anfangen kann, nämlich als wir gehängt haben, hatten wir plötzlich so dieses Frühlingserwachengefühl, wir hatten einen Farbenrausch und es hat so eine Aufbruchsstimmung. Und das ist, glaube ich, alles und ganz viel Positivität. Und das ist das, was wir im Moment wirklich alle gut gebrauchen können. Die Claudia und ich, meine langjährige Freundin, Schulkameradin, und haben eine Auswahl getroffen, was zeigen wir hier. Und wir haben uns entschieden, eine große Auswahl zu nehmen aus verschiedenen Schaffensphasen des Künstlers, auch in Anlehnung an sein Buch, was er gerade verfasst und geschrieben hat und herausgegeben hat. Und nicht nur du, sondern auch eine Dame, wie heißt die Dame, die in deinem Buch das Vorwort geschrieben hat. Und dieses Buch zeigt nicht nur viel über das, was er geschaffen hat, sondern es zeigt uns auch ganz viel über den Menschen und den Künstler Bernhard Vogel, seine Denke und wie er so durch sein Künstlerleben gegangen ist. Dein künstlerischer Weg begann 1984. Du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ganz im Sinne der Familientradition. Und so sollte eigentlich der Weg erstmal sein. Und dann war aber diese Situation, dass der Weg komplett vorgeplant war schon. Also man hat eigentlich das Gefühl gehabt, jeder Tag ist schon, weiß man schon, was passiert. Und was in 20 Jahren ist, weiß man auch schon. Und das hat dich, so schreibst du auch in deinem Buch, in persönliche Krisen gebracht. Und das wolltest du nicht. Und letztendlich ein Motorradunfall mit schweren Verletzungen brachte die Wende und das Malen in der Rehabilitation eine Annäherung an den schöpferischen Prozess. Ein Schicksalsschlag, lieber Bernhard, den du Anfang der 90er Jahre letztendlich in positive Energie umgewandelt hast und dich schlussendlich für ein aufregendes, ungewisses, risikobehaftetes und auch letztendlich aber ein sehr freiheitliches Künstlerleben entschieden hast. Stimmt, oder? Du guckst so ernst? Ja, ich höre zu. Wir werden jetzt gleich hören. Du guckst so kritisch. Ich muss das verarbeiten, was du sagst. Okay. Das ist ja nicht so einfach. Ich habe mit vielen Künstlern zusammengearbeitet und ich weiß, was das für ein Leben ist, was die immer führen müssen, die armen Künstler. Naja, so arm sind sie nicht. Nein, das stimmt. Aber du zitierst in deinem Buch Thomas Bernhard, der da sagt, man sollte einem Künstler nicht fördern, sondern sämtliche Türen zusperren, durch die er gehen will. So schreibst du dein Buch. Und meine Frage an dich ist, was bedeutet dieses Zitat für dich? Und wie hast du oder hat dich die Aquarellmalerei entdeckt? Naja, der Thomas Bernhard, das sieht man eh, den kann man eh nachvollziehen bei diesen YouTube-Videos. Das ist herrlich, der Mann. Und der weiß genau, um was es geht. Weil ein Künstler, der gefördert wird, der ist ja abhängig. Und entweder von einer reichen Frau oder von einem Amt oder von einem Lehramt. Und dadurch wird lahme Kunst erzeugt, sagt er. Und da muss ich ihm recht geben, weil für mich war die Kunst ein Kampf. Also ich bin in die Schule gegangen, ins Gymnasium und habe da schon die Malerei entdeckt. Und da war auch in meinem Umfeld war ein Superstar, der ist gehypt worden, das war ein Wunderkind, der ist verehrt worden und der ist auf die Akademie geschickt worden. Nach Wien, aber ich habe gekämpft, dass ich überhaupt die Schule schaffe. Ich habe die Matura, das Abitur geschafft, aber mit einem
Herbsttermin, also ich bin im Zeichnen durchgefallen. Ja. Das war eine Folter. Ne? Sie glauben das nicht, aber es war wirklich arg. Der hat mich drangsaliert, der Lehrer, obwohl ich eigentlich ein Faible gehabt dafür. Und ich habe dieses Wunderkind habe ich dann wieder getroffen. 10 Jahre später, wo ich dann schon selbst den Beruf ausgeübt habe. Und ich habe ihn getroffen und das war eigentlich tragisch, weil der hat gesagt, ja, ich bin gefördert worden und ich bin von allen Seiten eigentlich nur hofiert worden. Und ich habe mich beworben bei einer Galerie und die hat mich abgelehnt. Und ich habe alles hingeschmissen. Ich will nichts mehr mit der Kunst zu tun haben. Ist zum Alkoholiker verkommen. Es hat mir so leid getan und ich selber habe auch kämpfen müssen bis zum geht nicht mehr. Und für mich war Kämpfen in dem Sinn, dass ich Galeristen zum Beispiel bekomme als Repräsentanten meiner Kunst. Das ist übrigens schwieriger als jede Partnersuche. Ja, es ist so, wie es ist. Und da kann man noch so gut sein und da muss man aber vertrauen. Vertrauen auf sich und darf man sich nicht wegen einer Ablehnung einfach vom Weg abbringen lassen, sondern weitermachen. Und das habe ich gemacht, weil ich an mich geglaubt habe, weil ich gelernt habe zu kämpfen. Und für mich war es einfach wichtig, was der Thomas Bernhard gesagt hat, war diese Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit habe ich geschafft, indem ich Bilder verkauft habe. Ich bin regelrecht gezwungen worden, Künstler zu werden, weil das damals einfach einen Boom ausgelöst hat. Und Geld war für mich aber keine monetäre Währung, sondern ein Zeitfaktor. Unabhängiger zu sein, je mehr ich Geld habe, umso unabhängiger bin ich, umso besser ist der Künstler selber, unabhängig zu sein. Weil nur ein unabhängiger Künstler kann auch kreativ sein. Ja, aber wie kam das Aquarell zu dir? Ja, das Aquarell war ganz einfach erklärt. War das in Österreich, war in den späten 80er Jahren, war das ein Boom in Österreich. Ja. Und ich habe mich da verliebt in diese Technik, weil in Österreich das Ganze seinen Ausgang nahm. Also durch den Maler Kurt Moldovan, der hat das angefangen, der hat das Aquarell für malerische Zwecke umgesetzt. Und dadurch entstanden wieder neue Repräsentanten dieser Technik und die waren vor mir. Das war Salzburg und Österreich war, man sagt, ein Aquarellistennest. Ja. Und ich habe da so viele Vorbilder gehabt und ich habe mich so begeistert, Feuer gehabt für diese Technik und war beeindruckt. Ich war einfach, ich habe gewusst, als Maler muss man eine Vision haben. Man muss ein Ziel haben und das war mein Ziel, diese Technik umzusetzen. Und habe durch das, dass ich es so intensiv betrieben habe, habe ich eine eigene Handschrift bekommen und das war dann der Erfolg. Aber eine Schlüsselstelle war auch die Frau Toledo, oder? Bei der du... Schlüsselstelle nicht, sondern es war der Anfang. Es war der Anfang. Ja, es war der Anfang. Ja. Es war einfach eine... Ich habe nicht gewusst, was das Aquarell bedeutet, aber die Toledo hat mir das vermittelt, was diese Technik kann, ja, und möglich machen kann. Was man jetzt nicht hört, wenn man ihn so reden hört, ist, dass er direkt durchgestartet ist mit seinen Werken. Jetzt sag nicht, dass es nicht stimmt. Ich weiß, dass das stimmt. Und es wurden ganze Ausstellungen von dir verkauft. Ja, und es gibt in deinem Buch auch ein Kapitel von 1991 bis 2000, nämlich das Kapitel Künstlerischer Durchbruch. Und was auch interessant ist, ist, dieses Kapitel ist das kürzeste in seinem Buch, also was er geschrieben hat. Ja? Und das zeigt einmal auch deine Bescheidenheit und das zeigt auch, wer du bist und wie du bist. Ja? Und in diesem Durchbruch gab es Stationen wie die Schweiz, Deutschland, England und hier insbesondere London. Die pulsierende Großstadt London, da ist er nämlich hingelaufen und hat gesagt, da gehe ich jetzt mal hin und mache. Ne?
So, und da hat er auch gleich die Ausstellung verkauft. Ja? Die war auch gleich ausverkauft. Und er ist letztendlich, und das schreibst du zumindest in deinem Buch, dass du hier nicht so warst wie die klassische Malerei, wie wir sie kennen von William Turner oder von Edward Theodore Compton zum Beispiel, die klassische Landschaftsmalerei mit Aquarell gemacht haben, sondern wenn wir uns hier umgucken, dann sehen wir es ja. Du bist frech und frisch und anders. Und das kam gut an, richtig? Ja, es war einfach anders, aber ohne Kalkül. Ich habe die vierte Dimension der Luft noch mit einbezogen, die Atmosphäre, was damals in England nicht üblich war. Und, aber ich habe das erst nachträglich erfahren, warum ich so viel Erfolg hatte, weil ich etwas gemacht habe, was keiner sich getraut hat. Nämlich andere Techniken und ein bisschen unorthodox zu malen, also nicht nach Lehrbuch oder nach Lehren oder nach Regeln, sondern einfach wie ich es wollte. Und das war dann der unkalkulierte Erfolg in Megaform, weil das war ja nicht irgendeine Galerie. Ja, das war eine der besten Galerien. Und der. Naja, ich habe das nachträglich erst gewusst. Ja. Naja, man kann das nie, man geht nicht zu einer Galerie und sagt, ich will zur Besten gehen, sondern ich will wissen, ob ich in England auch eine gewisse Resonanz habe. Und das war im besten Viertel. Ja. Und das war dann eben ausverkauft und dann wurde im Schaufenster wurde die Titel wurden ausgestellt, so wie bei dir. Und jedes Bild hat einen roten Punkt gehabt, ne? Ja, am ersten Tag. Das wünscht sich jede Galeristin übrigens. Nein, ich würde jetzt nicht neidig machen. Ja, schauen wir mal. Nein, aber was ich auch noch bezeichnend fand in deinem Buch auch und was ich von dir erfahren habe, als er von England zurückkam, da gab es natürlich auch Sammler, die auf dich aufmerksam geworden sind, die Preise konnten erhöht werden und so weiter. Und da gab es eine Wende auch. Das war für dich auch eine schwierige Zeit, glaube ich. Und wie war das denn mit New York in dieser Zeit? Naja, es ist natürlich klar, dass man immer künstlerische Qualität abliefern muss und das ist das Schwierige an der Sache. Wenn man mal ein bisschen im Rampenlicht steht, wird man gefordert, will man nicht schlechter werden, als man schon mal war. Also ist das ein enormer Druck und ein Künstler, der, ja, das kann man jeder Künstler bestätigen, der hat nie Urlaub oder nie Freizeit, weil er in dieser Freizeit, das ist ihm schon unangenehm, weil da will er weiterarbeiten an sich und Qualität schaffen und das ist nicht, das ist, man glaubt immer, Künstler ist ein Traumberuf, das ist ja nicht. Mhm. Weil man dauernd unter Druck ist und dauernd kritisch, dass das, was man macht, ob das gut ist oder nicht. Und man muss ja ein Level halten. Und das ist sehr schwierig aufrechtzuerhalten, besonders wenn man Professionist ist, hat man ja gewisse Ausstellungen zu bestreiten und die müssen ja beliefert werden. Ja? Und wenn man aber die besten Bilder verkauft hat, muss man ja wieder neue schaffen. Noch bessere. Und da, ja, das, die Galeristen, so sind die Galeristen. So sind die. Da haben wir es. Genau das. Weil jeder Galerist sagt, nein, ich krieg nicht die Besten, das geht nicht. Und ich stehe in der Mitte und sage, ja, natürlich kriegst du die Besten und nächsten Tag kommt der Nächste. Ja? Und das ist der Druck, den du dann hast. Also, aber so war ich nie, oder? Du warst einer der feinsten und sehr mitfühlendsten Galeristen und hast aber trotzdem eine gewisse Gier gehabt. Okay, sehr nett. Hast du sehr nett gesagt. Na, muss man haben als Galerist, ja, sonst ja, geht's ja nicht. Auf jeden Fall hast du jetzt von New York noch nichts erzählt, weil in New York hast du deine Technik verändert. Ja, das war damals in New York, war das Aquarell dann irgendwie zu Ende, weil das für mich von der Ausdruckskraft hat was Neues gebracht und das war dann der Moment, wo ich dann zur Mixed Media Technik übergewandert bin oder ich habe es verändert, einfach noch ärger und vor allem auf größere Formate und nicht mehr auf Papier, sondern auf Leinwand. So ist es passiert und
Das hat sich entwickelt und mittlerweile passt sich die Leinwandmalerei wieder der Aquarellmalerei an. Ja, so genau. Kann man sagen. Aber man sucht immer was Neues, weil die Routine ist für einen Künstler eh das Letzte. Das Wissen zu kopieren oder zu verbreiten ist nicht kreativ. Man will einfach permanent was Neues schaffen. Ja. Und ich sage immer zu meinen Kunden oder auch zum Thema New York oder Paris, ich sage, New York ist nicht Aquarell. Da ist viel zu viel los, da brennt die Hütte. Das leichte Aquarell für mich ist diese Mixed-Media-Technik, die du dann angewandt hast. Und wir haben Anfang der 2000er Jahre in der Galerie G damals noch eine New York-Ausstellung gemacht mit diesen neuen Techniken. Die gierige Galeristin und der liebe Künstler. Ja, unbedingt. Ich bin froh, dass du gierig bist. Und ja, aber es ist nicht dabei geblieben. Es ist nicht bei dieser Mixed-Media-Technik auf Leinwand geblieben, die ja viel, viel für mich noch viel, viel kraftvoller war. Und einfach auch das Typische von der Stadt New York unglaublich gut wiedergegeben hat. Oder jetzt hier auch hinter uns Paris. Und dann hat sich beides irgendwie zusammengefunden. Und das ist noch gar nicht so lange her. Wie ist denn das passiert, dass Aquarell und Acryl sich angefreundet haben? Ja, das kommt automatisch, nachdem man eine Zeit lang an einem Zyklus abgearbeitet hat, will man nicht diesen wiederholen. Und nachdem Städte für mich sehr ästhetisch sind und kompositorisch einfach für mich einfach die Grundlage für meine kreative Tätigkeit, versucht man dann etwas anders zu experimentieren, damit man nicht als erfahrener, als professioneller, vom Wissen geprägter Techniker hier etwas zu wiederholen, sondern dass man malt wie ein Anfänger. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dass man nicht das Wissen im Vordergrund hat, sondern im Hintergrund. Und da braucht man eine neue Technik. Und das ist dann dadurch entstanden. Und loslässt, ne? Naja, einfach was anderes probiert und völlig unwissend ist, was passiert. Also man kann nicht einfach, wenn man jetzt so viel immer die Technik ausgereizt hat, dann weiß man, was passiert. In dem Moment ist man nicht mehr kreativ. Man muss Unwissenheit haben. Da haben wir eine Arbeit hier hinter uns, nämlich von Heidelberg. Hier gleich rechts. Hat er heute noch mitgebracht, haben wir heute noch eingerahmt und aufgehängt. Komm doch mal zu mir. Komm doch mal zu mir. Und was man hier sieht eigentlich, weil er gesagt hat, so ist Heidelberg, so sagt der Künstler. Wenn ich mir es angucke, sage ich, naja, so wünsche ich mir manchmal Heidelberg. Mit ein bisschen mehr Lebendigkeit, mit ein bisschen mehr, ja. Zack. Manche nicken, manche wissen und verstehen, was ich meine. Aber das ist das, was großartig ist, lieber Bernhard. Du hast deine eigene Sprache, die sich fortführt, die sich weiterentwickelt. Und trotzdem immer wieder sieht man dich darin. Du bist einfach unverwechselbar und ganz besonders. Und von daher würde ich einfach es hier auch zum Ende bringen mit unserem Dialog. Vielen Dank für deine Ausführungen. Privat oder beziehungsweise persönliche Gespräche haben wir hier noch und hier ist ein Buch, der Künstler signiert sicherlich gerne auch, falls jemand eins davon erwerben möchte. Ja, wir kommen zum Ende unserer Einführung mit einem Ausnahmekünstler, so sage ich, weil du für mich schon immer ein ganz besonderer Künstler war, der einfach andere Wege beschreitet und auch über Grenzen geht. Ich weiß noch, ich hatte in Düsseldorf auf einer Messe ein großes New York-Bild hängen. Dann habe ich auf die Rückseite geguckt beim Aufhängen und dann war da so zwei Kleber vom Gafferband drüber. Da habe ich gedacht, Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, weißt du, dass da hinten so ein Riss ist und dass da Gafferband drauf klebt? Dann hat er gesagt, das ist der künstlerische Prozess. Das stimmt ja gar nicht, das war kein Gafferband. Das war Leinwand. Ich habe das professionell, wie sagt man, restauriert. Ja. Der Ausnahmekünstler. Ja. Unverwechselbar in deinen Aquarellen. Was du erinnerst, na bitte, das ist ja großartig. Wahnsinn.
Unverwechselbar in seinen Aquarellen und Mischtechniken. Ein Künstler, zu dem mir die Attribute Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit einfallen. Der Zeit seines Künstlerdaseins immer er selbst geblieben ist und sich nicht im Haifischbecken des Kunstmarktes hat einfangen lassen. Der diesen Spagat, den die Kunst auch immer wieder eingeht zwischen Wirtschaftlichkeit und Freiheit, sehr gut meistert. Und ein Künstler, mit dem ich seit 20 Jahren freundschaftlich verbunden bin. Vielen Dank. Danke dir. Sehr nett von dir. Danke sehr. Danke.